Und heute wird er dank uns zum Frühaufsteher. Alles gut mit dem Finger? Ja, die werden ein bisschen was. Eieiei, ja. Okay, schon mal eingeschnitten? Die Fräsen war es, genau. Ja. Okay. Guten Morgen, Freddy. Guten Morgen, jetzt bin ich schon langsam runter. Weil wir gerade bei schönen Geschichten waren. Ist das auch, ist verstecken. Ja, du kannst einstecken, jetzt verstehen es alle. Ja. Schön, dass du uns heute in Hainburg besuchst. Du kommst aber eigentlich aus Mistelbach, zumindest wohnt ihr jetzt dort. Jetzt wohnen seit 15 Jahren in Mistelbach. Ja. Okay. Bezirk Mistelbach, Gemeinde Gabenstal, Ortschaft Pellendorf. Genau. Wenn Sie ihn besuchen wollen zu Hause in Pellendorf, ist er. Genau. Hast du mit Hainburg schon mal gespielt hier? Gespielt habe ich auch schon da in Hainburg, ja. Schon ein paar Mal. Und Erinnerungen habe ich auch, ja, weil mein Papa war Buschauffeur und hat ja die Ortlinie gehabt und ist immer gefahren nach Hainburg, da war Pause, eine Stunde Pause. Und öfters bin ich mitgefahren und da sind wir spazieren gegangen. Und das kenne ich, weißt du, die Donau und so, die entlang und Tragflügelboot, ich glaube, das sind so Ende der 70er Jahre, sind die rausgekommen. Ja, war damals schon. Ende der 70er warst du noch nicht Kabarettist, feierst nächstes Jahr dein 15-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Und ich denke mir eigentlich so vom Tischler zum Postler zum Kabarettisten eh klar, weil als Postler erlebt man viel wahrscheinlich, oder? Das stimmt, ja. Dinge, die man erleben will? Ja. Nicht immer, ja, es hat passt. Ja. 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 Sieht man da auch Dinge, die man nicht sehen will? Oft, ja. Willst du uns sagen? Nein. Was? Hunde. Ja. Nein. Das kommt, okay. Nein, das kommt nicht. Also man sagt immer, der Postler der wird konfrontiert mit nackten Frauen oder der Gasmafia oder so. Das stimmt alles nicht. Also ist nicht. In 15 Jahren einmal vorkommen, genau. Okay, ja. Okay. Einer der schönsten Momente. Genau. Sehr gut. Nein, die waren nicht so schön. Ich denke mir aber, das ist schon ein gewisses Risiko auch, oder? Du warst pragmatisierter Beamter, glaube ich, und dann in die freie Welt des selbstständigen Kabarettisten. Ja, war vielleicht ein Risiko, aber mittlerweile ist es gut gegangen. Ja, also, ja, aber wie war das damals, zu entscheiden, jetzt mache ich komplett was anderes? Ich habe ja das geschnitten 10 Jahre. Ich war ja 10 Jahre karenzierter Beamter. Also ich war auf der Bühne und die Post hat gesagt, was du magst, ist lieb, du darfst dich karenzieren lassen. Ja. Ist noch besser, genau. Okay. Ja.